alle ganz herzlich zur heutigen Vorspieltagspressekonferenz vor dem Spiel am Donnerstag gegen den TPV Lemgo-Lippe. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Adel Stein-Eochson, unseren sportlichen Leiter Kevin Schmidt und unseren Linksaußen Martin Murawski. Ja, bevor wir uns jetzt dem Spiel am Donnerstag widmen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie noch ganz kurz darauf hinzuweisen, dass wir unser Heimspiel am 16.12. gegen die HSG Wetzlar verlegt haben, einen Tag früher auf den 15.12. Hintergrund ist die Terminierung des DHB-Pokal-Viertelfinales in Hannover, also das Spiel gegen Wetzlar am 15.12. um 20.30 Uhr. Ja, genau. Am Donnerstag geht es weiter mit dem nächsten Heimspiel in unserer Arena. Wie schon gesagt, zu Gast ist der TPV Lemgo-Lippe. Adli, ihr hattet jetzt 3 Auswärtsspiele in Folge. Wie sehr freut sich die Mannschaft auf das Heimspiel? Und wo siehst du auch so die Schwierigkeiten bei dem Gegner? Ja, ich glaube, wir freuen uns alle sehr auf erstmal wieder halt in die Arena zu spielen und auch für unser heimisches Publikum wieder, obwohl wir auch auswärts bis jetzt fantastisch unterstützt geworden sind. Wir wissen, was mit TPV Lemgo auf uns zukommt, eine Mannschaft, die eine sehr gute 6-0-Deckung stellen kann, die gut mit dem Torhüter zusammenarbeitet und feilenschnell halt in den Gegenstoß halt kommt. Und das wird halt wie so oft unsere Aufgabe sein, dass wir auf die Schnittstellen halt attackieren, dass wir gut mit dem Ball, dass wir jeder Angriff halt mit Wurf aufs Tor abschließen und dass wir mit unserem Rückzugsverhalten sehr organisiert zurückkommen und ihren Gegenstoß etwas zu unterbinden. Hinten, wie immer, die Zweikämpfe zu gewinnen und das wird der Schluss sein, dass wir zweikampfstark so wie in den letzten Spielen in unsere Abwehr agieren. Dann haben wir zu Hause gegen Lemgo gute Chancen auf Punkte. Dankeschön. René, am Donnerstag wartet ja kein ganz normales Heimspiel auf uns und zwar haben wir ja wieder den Club Day. Wie sehr, denkst du, gibt es der Mannschaft auch nochmal so ein bisschen Rückhalt, wenn jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr Zuschauer auch in der Arena sind? Ja, also ich glaube, wir wissen, was das bedeutet. Eine gut gefüllte Halle, eine tolle Stimmung, das hatten wir in den letzten Wochen bei unseren Heimspielen auch schon. Jetzt wird es am Donnerstag noch ein bisschen mehr werden, weil einfach sämtliche bayerischen Handballvereine uns da unterstützen bei diesem wichtigen Spiel. Wir wollen natürlich auf der Platte alles reinwerfen, aber trotzdem wissen wir auch, wir brauchen für das letzte Quäntchen noch auch die Unterstützung der Fans, weil Lemgo ist kein leichter Gegner, sind letztes Jahr im Mittelfeld der Tabelle einstelliger Tabellenplatz gelandet. Auch dieses Jahr stehen sie wieder stabil im Mittelfeld. Also das ist da keine Laufkundschaft, sondern es ist ein richtig schwerer, richtig harter Gegner und wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen und das können wir nur, wenn wir natürlich auf der Platte als auch drumherum alles dafür geben. Und deswegen freue ich mich, dass auch der Zuspruch so groß ist. Und ich glaube, wir haben da am Donnerstag ein richtiges Handballfest vor uns. Dankeschön. Ja, Kevin, für dich am Donnerstag auch der erste offizielle Einsatz als sportlicher Leiter beim HC Erlangen. Du wirst auch auf der Bank Platz nehmen. Wie sehr freust du dich denn auf deinen ersten Einsatz für den HC? Ja, ich glaube, so wie der ganze Verein fiebern wir jetzt erstmal dem seit langem wieder ersten Heimspiel entgegen. Klar, für mich ist eine besondere Situation, das erste Mal als Offizieller auf der Bank Platz zu nehmen. Die Vorfreude ist bei mir, wie auch bei der Mannschaft, die ich jetzt täglich sehe, sehr groß und sind alle sehr gewillt, die 2 Punkte zu holen. Dankeschön. Martin, das letzte Spiel des TPV Lemgos ging unentschieden aus, gegen die Eulen. Besonders in Szene gesetzt hat sich der Keeper der Lemgoer, Johannessen. Habt ihr euch auf ihn besonders eingestellt oder seid ihr das Spiel angegangen, wie jedes andere auch? Ja, wie Adli sagt, sie spielen eine unheimlich kompakte und aggressive 6-0-Abwehr und stehen da wirklich gut zusammen mit dem Torwart. Und darauf haben wir uns natürlich vorbereitet. Haben uns unsere Taktik dagegen ausgekundschaftet und wir hoffen natürlich, dass wir diesen Code irgendwie knacken können. Dankeschön. Ja, dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. René, du sagst Handballfest, ein paar Zuschauer mehr werden erwartet als sonst. Mit wie viel kann man denn rechnen? Habt ihr da eine Zahl schon parat? Ja, es sind ja noch ein paar Tage hin. Wir sind aber jetzt schon deutlich über 4.000. Also werden wir dort, glaube ich, einen sehr, sehr guten und großen Zuspruch haben, den wir für dieses Spiel aber auch brauchen. Und deswegen freue ich mich, dass der auch in der Größenordnung jetzt schon vorhanden ist. Ja, die Frage vielleicht, Adli, an den Druck vor allen Dingen jetzt vor diesem Spiel. Viele sagen, das ist jetzt ein Spiel, das ihr einfach gewinnen müsst.
nicht nur, weil es ein Heimspiel ist, sondern eben auch mal wieder ein Gegner, zumindest in Schlagdistanz. Wie genau nimmst du den Druck wahr in der Mannschaft oder vielleicht auch du selber? Momentan gar nicht. Wir vorbereiten uns jetzt auf dieses Spiel ganz normal wie jedes andere Spiel. Wir wissen, dass in jedes Bundesligaspiel ein gewisser Druck, das ist immer im Leistungssport oder im Profigeschäft der Fall. Deshalb spielen wir das nicht besonders jetzt als vor einem anderen Spiel. Das ist Tagesgeschäft. Wir werden natürlich die Brisanz, Club Day, ein bisschen mehr zuschauen. Das wird das alles ein bisschen mehr Feuer geben halt in diesem Spiel. Auch, dass die Gegner eine Schlagdistanz ist, keine Frage. Aber das ist Bundesliga-Geschäft. Jedes Bundesliga-Geschäft bringt auch Druck mit sich dabei. Und darauf sind wir gewohnt. So von daher normales Tagesgeschäft. Vielleicht auch die Frage an Muri, ist das das Gleiche auch als Spieler? Oder wenn man jetzt einen Verein vor sich hat, wo man sich wenig ausrechnet, wo man ohne Druck auch spielen kann, ist das was anderes, als jetzt, wenn es zu Hause gegen Lemgo geht? Sicherlich ist es immer ein bisschen einfacher, wenn man gegen den THW Kiel auswärts spielt, als statt gegen TBV Lemgo zu Hause. Aber nichtsdestotrotz wollen wir einfach mit allen Mitteln gewinnen. Und da hoffen wir natürlich auf unsere Heimstärke. Und wenn dann, wie gesagt, durch den Club Day noch mehr Zuschauer da sind, die uns unterstützen, hoffen wir natürlich, dass es dann vielleicht den einen oder anderen Prozent nochmal freisetzt, um dieses Spiel dann für uns zu entscheiden. Gibt es noch Fragen der Presse? Muri, du warst letzte Saison nicht dabei, genauso wie Adli, als es gegen Lemgo ging. Da lief es ja nicht so berauschend. Ist das heute noch irgendwie Thema in der Mannschaft? Auch gerade jetzt im Vorfeld des Spiels? Gar nicht. Nicht mit einer Silbe dran gedacht. Also haben wir uns auch nie drüber unterhalten. Wurde auch nie thematisiert. Von daher, nein. So, gibt es noch weitere Fragen? Wenn er keine hat, dann würde ich. Adli, Lemgo ist momentan eine Wundertüte. Die haben in Göppingen gewonnen, jetzt zu Hause unentschieden gespielt. Macht das die Analyse leichter oder erschwert es, dass sie jetzt zu Hause gegen einen vermeintlichen Abstiegskandidaten einen Punkt verloren haben? Das kann jedem passieren, der an dem Tag schwächelt. Wenn der an die Gegner stark spielt oder ein bisschen Unterschätzung im Spiel ist, dann haben beide Mannschaften, sowohl Bietigheim als auch Friesenheim, gezeigt, dass die dann in der Lage sind, Punkte zu nehmen, wenn die Gegner nicht bei 100% ist. Lemgo ist eine erfahrene Mannschaft, die haben eine sehr, sehr erfahrene Leute in ihren Reihen, einen erfahrenen Trainer, haben eine klare Spielphilosophie. Von daher ist das, glaube ich, nicht unbedingt Wundertüte. Die haben ein bisschen Pech gehabt. Letztes Jahr haben die viele Spiele auf die letzte Sekunde gewonnen oder halt in den letzten 3-4 Minuten das Spiel für sich entschieden. Jetzt ist das paar Mal in die andere Richtung gegangen, was vielleicht nicht ungewöhnlich ist in der zweiten Saison nach so einem Hoch. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir auf dem Level befinden hier in der Nürnberger Arena am Donnerstag. Aber wir wissen, dass da eine sehr erfahrene Mannschaft, die immer in der Lage ist, auch auswärts jeden Gegner das Leben schwer zu tun. Stichwort Sutton, oder wie der Herr ausgesprochen wird, hat er bei der Nationalmannschaft abgesagt. Bereitet er sich mehr auf die Begegnung in Erlangen vor oder in Nürnberg vor? Oder hast du neue Informationen, ob er spielen kann? Ich habe nur das gesehen, was in der Presse stand. Da steht nur angeschlagen, nichts über irgendwelche Verletzungen. Ich habe auch nichts von Lemgoer Seite gehört und spioniere auch nicht irgendwie Lemgoer Raum, um diese Info zu bekommen. Wir bereiten uns auf alle Spieler und gehen davon aus, dass sie mit vollem Kader hier zu uns reisen. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir das vor dem Spiel erst thematisieren. Aber erst einmal sind wir auf alle Fälle erst einmal vorbereitet. Martin, du hast einen der Leistungsträger der Lemgoer gegen dich, das heißt auf deiner Position, Hanke, kennst du ihn eher? Oder? Natürlich kennt man ihn, aus der Jugendzeit auch noch, wir sind ein Jahrgang. Ein wirklich sehr effektiver Rechtsaußen, den wir wirklich aufpassen müssen, dass wir ihn nicht zu leicht und zu große Winkel geben von außen. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Wir sehen uns dann alle am kommenden Donnerstag um 19 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung wieder. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag und bis Donnerstag. Jetzt geht's weiter.